Grüß Gott an alle. Ich grüße diesmal wirklich bayerisch, was mir normalerweise nicht liegt. Aber wie die meisten von euch bestimmt wissen, findet hier im Moment das Oktoberfest statt. Ich komme gerade von dort. Keine Sorge, ich bin nicht betrunken. Ich war dort mit deiner kleinen Nichte und insoweit bin ich fit für unsere Präsentation und ich lege gleich los. So, ich zeige euch jetzt, wie ich meine kleine Präsentation geplant habe. Ich beginne mit dem Thema digitale Medien und guter Unterricht, was ja auf jeden Fall zusammenhängt. Dann möchte ich ein bisschen ausholen und über digitale Kompetenzen sprechen. Und dann komme ich zum Hauptthema und zwar zu DLL 9. Das ist unser neuestes Lehrwerk, also aus unserer Fortbildungsreihe Deutsch unterrichten und sorry, ich bin nervös. Deutsch lehren lernen und das möchte ich euch vorstellen. Übrigens, eine der Autorinnen ist Andrea Pfeil, die hier moderiert. Ich gehe mal gleich weiter. So, also wir beginnen mit dem Thema digitale Medien und guter Unterricht. Dieses Bild ist vielen von euch bekannt, also an den Goethe-Instituten sind fast alle Klassenräume mit einem interaktiven Whiteboard ausgestattet. Und ich wüsste mal gerne, wie das bei euch aussieht. Ich nehme an, dass bei den Zuhörern nicht alle an einem Goethe-Institut arbeiten, sondern auch an Schulen oder Universitäten. Und da mag die Ausstattung hier eine ganz andere sein. Ich möchte gerne von euch wissen, habt ihr ein interaktives Whiteboard? Benutzt ihr CD-Player? Habt ihr einen Fernseher mit DVD-Player vielleicht? Habt ihr einen Lehrercomputer in euren Klassen? Auch die Schüler, haben die vielleicht Computer? Wie sieht es aus mit Tablets? Und wie ist es denn mit Smartphones? Nutzt ihr die Smartphones der Lernenden? Dazu möchte ich so eine kleine sogenannte Abstimmung machen, ein Pod. Liebe Andrea, kannst du das jetzt zur Verfügung stellen oder wer auch immer dafür zuständig ist? Und ich möchte euch fragen, was ihr nutzt. Bitte klickt hier an. Also man kann das auch größer zeigen, maximieren. So. Dann könnt ihr das sehen und wir sehen sofort die Ergebnisse in Prozentzahlen. Okay. Tragt euch bitte ein. Sind über 30 Teilnehmer hier, also insoweit haben sich noch nicht alle gemeldet und ich warte noch einen kleinen Moment. Okay, Lehrercomputer scheinen sehr verbreitet zu sein. Smartphones ist interessant. Die Smartphones der Schüler nutzt ihr? Super. In Deutschland ist das ja an vielen Schulen verboten. Okay. Springt immer hin und her, was mich ein wenig wundert. Okay. Also mit dem Fernseher und DVD-Player scheint niemand mehr zu arbeiten. Doch, doch, jetzt doch noch. Okay. Gut. Ich denke, wir warten jetzt hier nicht noch groß länger, bis alle sich gemeldet haben. Auf jeden Fall ist ganz eindeutig zu sehen, also dass bei vielen von euch Lehrercomputer vorhanden sind und dass auch einige schon die Smartphones nutzen. So, okay, das ist jetzt die technische Ausstattung, die ist wichtig. Ohne das kann man halt eben digitale Medien nur sehr begrenzt einsetzen. Und jetzt ist die Frage, was macht ihr damit? Wofür nutzt ihr die Geräte? Warum nutzt ihr überhaupt digitale Medien? Und da würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt unten im Chat für alle notiert, was sind eure Ziele? Wofür benutzt ihr digitale Medien im Unterricht? Ich warte mal einen kleinen Moment, bis wir so den einen oder anderen Beitrag unten im Chat lesen können. Google Classroom. Okay. Kahoot, ja.
Ja, es geht jetzt weniger darum, dass ihr jetzt verschiedene Tools nennt, sondern es geht darum, wozu? Also warum setzt ihr diese digitalen Medien im Unterricht ein? Genau, Andrea hat das auch noch mal ins, ja, zum Üben, Filme zu zeigen, außerhalb der Schule zu kommunizieren, genau, hören, Vokabular wiederholen. Ja. Üben wieder mal. Differenzierten Unterricht, genau, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ja, eine andere Form von Interaktion ist dadurch möglich. Mit authentischem Material arbeiten, genau. Man kann auch vorentlassen, also. Übung wieder mal, Übung zum Autonomen. Interessant. Kooperatives Lernen, prozessorientiertes Schreiben. Super. Ich sehe gerade, also hier sitzen lauter Expertinnen und Experten, die schon sehr viel mit digitalen Medien arbeiten und wissen, wozu die zu nutzen sind. Ist ja toll. Ich kann hier eigentlich gleich aufhören, Andrea. Ich bin schon fertig. Okay, super. Dann danke ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Wir können diese Liste natürlich noch weiterführen. Ich möchte mich jetzt auf DLL 9 beziehen und ein paar Dinge nennen, die dort notiert sind, die sich mit vielem decken, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ne? Und zwar. Einmal geht es um den Anteil an echter Lernzeit. Der kann auf jeden Fall erhöht werden, indem man bestimmte Aufgaben außerhalb des Präsenzunterrichts durchführt. Also man macht zum Beispiel eine Umfrage oder man erstellt ein Online-Kursglossar. Dann kann man den Unterricht mit digitalen Medien sehr schön klar und nachvollziehbar strukturieren, mit Online-Klassenbüchern oder indem man Unterrichtsdokumentationen hochlädt. Man kann die sozialen Medien nutzen und dadurch ein lernförderndes Klima unterstützen, was ja heutzutage ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, der gegenseitige Respekt, gemeinsam geteilte Verantwortung trainieren, ja. Man kann relevante Inhalte mit persönlicher Bedeutung für die Lernenden einfach und auch oft sehr gut visualisiert zugänglich machen. Man kann individuell fördern, indem man halt eben eine sehr viel größere Auswahl an Unterrichtsmaterialien zur Verfügung hat, die man halt eben dem Niveau und den Lernertypen anpassen kann. Man kann außerhalb des Präsenzunterrichts individuelle Rückmeldungen an die Teilnehmer geben und so Transparenz schaffen. Und natürlich kann man eben üben. Dafür gibt es mittlerweile immer mehr Apps. Man kann Lernstrategien trainieren. Und man kann den Lernenden helfen, die Informationsmenge, die es so im Netz gibt und die meisten ja halt eben privat nutzen, zu sortieren. Also das Stichwort zum Beispiel Fake News, ne, ist ein wichtiges Thema. Okay, jetzt komme ich zu, möchte ich ein kleines bisschen ausholen zum Thema digitale Kompetenz. Also es geht ja bei uns im Unterricht immer um Kompetenzen bei diesem Thema jetzt um die digitalen. Ich möchte euch bitten, mal für eine Sekunde zu überlegen, was versteht ihr denn selbst unter digitalen Kompetenzen, die eine Lehrkraft braucht und die wir den Lernenden vielleicht auch vermitteln wollen, die sie im Leben brauchen, im Alltag, im Beruf später? Ihr müsst jetzt nichts notieren, überlegt einfach mal für euch einen kleinen Moment. Okay, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was die Europäische Kommission sich darunter vorstellt. Und zwar. Ich hoffe, Sie bekommen jetzt keinen Schlaganfall. Ich bin jetzt mal wieder bei einem Referenzrahmen. Sie alle kennen den GER, den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Damit arbeiten Sie jeden Tag.
Und es gibt noch viele, viele andere, Sie kennen wahrscheinlich den European Profiling Grid und womöglich vielleicht noch den einen oder anderen. Und seit 2013 hat die Europäische Kommission einen weiteren Referenzrahmen veröffentlicht, und zwar den DIC-COMP, den Referenzrahmen für digitale Kompetenzen. Der richtet sich an alle Bürger in Europa. Und der wurde 2017 aktualisiert, und im gleichen Jahr ist der DIC-COMP-EDU veröffentlicht worden. Das ist der europäische Rahmen für die digitalen Kompetenzen der Lehrenden. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz nur ein Bild, was symbolisiert, was der DIC-COMP, also der Referenzrahmen für alle Bürger in Europa, darstellt. Ein Moment, ich habe meinen Pfeil verloren. Glaube, ich muss was zum Weiterklicken. Ah, da ist er. Jetzt Alles ist er klar, wieder da. ich habe es wieder. Ja, ich Entschuldigung. habe es gelöst. Mir ist der Chat unten, der hat sich irgendwie vergrößert. Ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwas wahrscheinlich gemacht. So, okay. Dieses Bild, ja, wenn Sie das jetzt an einem kleinen Laptop sehen oder an einem iPad nur, können Sie das vielleicht nicht ganz erkennen, aber als Plakat ist das wirklich eine ganz tolle Darstellung, die zeigt, wie sich die digitalen Kompetenzen entwickeln. Dieses Bild hat den Titel Anleitung zum Schwimmen im digitalen Ozean. Und Sie sehen ganz oben links eine Person, die so vorsichtig ihre Füße ins Wasser steckt. Das sind die Anfänger oder wie es beim DIC-COMP-EDU heißt, die Newcomer. Und wenn Sie dann den Pfeilen rauf und runter folgen, dann kommen Sie ganz zum Schluss bei einer Person an, die ein Boot baut, die auf dem digitalen Ozean schwimmt, also die selber in der Lage ist, kreativ zu sein. Ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen beim Ich sehe, mir die Zeit schon etwas davonläuft und möchte gleich weitergehen zum DIC-COMP-EDU. Der DIC-COMP-EDU, also für Lehrende, hat drei Kompetenzbereiche. Sie sehen ganz links oben die beruflichen Kompetenzen der Lehrenden, in der Mitte die pädagogischen und ganz rechts stehen dann die Kompetenzen der Lernenden, also das sind diejenigen, die die Lehrkraft fördern sollte. Ich habe dazu eine ganz interessante Beschreibung vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, dem LMZ, gefunden. Und das möchte ich Ihnen ganz gerne mal vorlesen, weil ich also mich wirklich gewundert habe, dass in Deutschland, wo das Thema digitale Medien an Schulen ja oft sehr kontrovers diskutiert wird, so eine eindeutige Position vertreten wird. Hier heißt es, der digitale europäische Kompetenzrahmen für Lehrkräfte soll dazu dienen, dass Lehrende ihren Kompetenzstand im digitalen Bereich ermitteln und so ihren persönlichen Weiterbildungsbedarf ermitteln können. Ein komischer Satz. Außerdem gibt es darüber Ausschluss, welche digitalen Kompetenzen an die Bürger von morgen weitergegeben werden müssen. Dass sich auch Lehrkräfte in einer immer digitaler werdenden Welt an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, sollte selbstverständlich sein. Doch handelt es sich bei den meisten der zu erwerbenden Kompetenzen nicht nur um eine neue Methodik, sondern auch das traditionelle Lehrerbild selbst wird dadurch durchaus in Frage gestellt. Dies stellt für nicht wenige Lehrkräfte eine ernste Hürde dar, die es zu überwinden gilt. Erst wenn sie überwunden ist und Neugier auf das Neue und eine Bereitschaft, sich darauf einzulassen, vorhanden ist, kann der Lernprozess beginnen. Um dieses Stadium zu erreichen, ist es zwingend notwendig, dass man sich der Tatsache bewusst wird, dass es um eine zeitgemäße Bildung für die nächste Generation und die Zukunft der Gesellschaft geht und dass man sich der Veränderung der Gesellschaft nicht verweigern kann. Ein schlagendes Argument für die lieben Kollegen, die sich für das Thema nicht interessieren wollen, hoffe ich. Gut, ich gehe jetzt mal weiter und zeige Ihnen, wie der DIC-COMP-EDU im Detail aussieht. Sie sehen jetzt hier eine Übersicht über die Kompetenzen. Sie können die jetzt hier nicht so lesen. Es ist klar, ich will nur dazu sagen, das ist eine Matrix zur Selbsteinschätzung.
die den Lehrenden also hilft, ihren eigenen Kompetenzstand zu ermitteln und festzustellen, in welchen Bereichen sie ihre Kompetenzen weiterentwickeln sollten. Dazu gibt es eine Selbsteinschätzung, die verschiedene Kompetenzniveaus enthält. Und Sie sehen, das ist also ähnlich wie beim GER. Es geht also von A1 bis C2. Und die Bezeichnungen, finde ich, sind wirklich sehr nett. Also der Anfänger ist halt eben hier der Newcomer. Und A2 ist schon ein Entdecker. Und die letzte Stufe, die man erreichen kann, das sind die Pioniere. Das sind diejenigen, die auch den Umgang mit digitalen Medien kritisch betrachten können und die selbst in der Lage sind, neue, innovative Strategien zu entwickeln und die ein Vorbild für die anderen Lehrkräfte sein können, vor allen Dingen natürlich für die Jüngeren. Ne? Sie sehen rechts einen Link zu dem Online-Selbsttest. Das ist jetzt die etwas ältere Version, die es noch auf Deutsch gibt. Die englische ist jetzt da als neuere Version und da werden wir uns vermutlich als Goethe-Institut mit daran beteiligen, diese ins Deutsche zu übersetzen. So, also das ist der Hintergrund, mit dem wir uns im Moment viel beschäftigen. Und nun komme ich zu dem, worauf ich mich eben schon ein paar Mal bezogen habe, unser neuestes Buch aus unserer Reihe Deutsch Lehren Lernen, DLL 9, mit dem Titel Unterrichten mit digitalen Medien. Hier, mir ist nicht so ganz klar, inwieweit Sie alle DLL kennen, unser Programm. Das ist ein Programm, das sich einmal in Form von Büchern darstellt und außerdem halt eben auch als Online-Kursräume auf unserer Lernplattform des Goethe-Instituts auf Moodle. Das ist das Basisprogramm, die ersten 6 Bände, die auch im Rahmen der Ausbildung am Goethe-Institut genutzt werden. Und inzwischen haben wir noch einige weitere Bände entwickelt, 4 Bände noch im Bereich DAF, wobei hier Nummer 9 eben das neueste Buch ist und auch 2 Bände zum Bereich DATS. Was ist das Besondere an DLL? Nur ganz kurz eben, dass der Ausgangspunkt bei unserem Programm heißt, auf den Lehrer, auf die Lehrerin kommt es an. Also jedes der DLL-Bände beginnt mit den Erfahrungen der Lehrenden und auf denen aufbauend gibt es dann einen Input, der dann später kritisch reflektiert und angewendet wird. Ganz wichtig, die Verbindung von Theorie und Praxis. Und 2 Aspekte, die bei DLL also ja, etwas ganz Besonderes darstellen. Das ist einmal der Bereich Unterrichtsbeobachtung. Wir haben in jedem Band eine DVD mit Unterrichtsmitschnitten, ganz neue, auch einige ältere, anhand derer die Teilnehmer der Fortbildung Unterricht reflektieren können. Und dann unsere sogenannten PEPs, die Praxiserkundungsprojekte, die den Lehrenden eine Möglichkeit geben, etwas Neues im Unterricht auszuprobieren, ihre Schüler dabei zu beobachten, sich selbst zu beobachten und das hinterher auszuwerten. Klassische Themen wie grammatische Strukturen, Wortschatz, Sozialformen oder so sind integriert und sind jetzt nicht, wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, die Titel dieser einzelnen Bücher. So, das war jetzt nur ganz kurz zum Hintergrund von DLL. Dies hier ist DLL 9. Unser Gutachter war Professor Strasser, der heute auch dabei ist und von der Universität Wien, also der Pädagogischen Hochschule. Und ja, hier habe ich ein kleines Zitat von ihm aus seinem Vorwort. Gehe gleich weiter. Alle, die DLL kennen, kennen diese Zeichnung. Hier wird dargestellt, die zentralen Beziehungen im Unterricht, die Lehrkräfte, die Lernenden und die Lernmöglichkeiten, dabei halt eben auch die Lernmaterialien und Medien, sind miteinander verbunden. Und wichtig ist, dass dieses Buch DLL 9 kein
Buch ist wie viele andere, die Sie zu dieser Thematik finden, so eine Aneinanderreihung von Tools und Möglichkeiten, die man im Internet finden kann, von Apps, sondern hier geht es wirklich darum, dass digitale Medien nicht nur ein Werkzeug oder ein Material im Unterricht sind, sondern eine neue Dimension in der Unterrichtsplanung, die den Aufbau und das Vorgehen im Unterricht positiv verändern und beeinflussen können. Und ganz, ganz wichtig ist etwas, was Sie als Lehrende bestimmt alle kennen. Das sind nämlich die Merkmale und Prinzipien für guten Unterricht, die auch die Basis für dieses Buch sind. Ich gehe mal zu den Merkmalen von Hilbert Meyer, die Sie bestimmt alle kennen. Ich möchte Sie bitten, sich das mal kurz noch anzuschauen, weil Sie brauchen die gleich. Ich lese sie vielleicht noch mal kurz vor. Also ein hoher Anteil an echter Lernzeit ist mit Sicherheit ein wichtiges Merkmal für guten Unterricht. Eine vorbereitete Lernumgebung, das ist die Aufgabe der Lehrenden, klar. Eine klare Strukturierung, immer ganz wichtig. Ein lernförderliches Klima, eine inhaltliche Klarheit. Ein sinnstiftendes Kommunizieren, also über Texte mit Sinn zu sprechen, etwas, was die Teilnehmenden auch wirklich betrifft. Individuelles Fördern, Methodenvielfalt, eine transparente Leistungserwartung, woraufhin arbeite ich, und intelligentes Üben. Ich hatte ursprünglich vor, Ihnen jetzt einen Film zu zeigen, da der aber leider zu lang dauert und außerdem ich erfahren habe, dass es da gelegentlich Schwierigkeiten gibt mit dem Streamen, dass Sie das vielleicht nicht sehen können. Habe ich ein paar Screenshots gemacht, mit Hilfe deren ich Ihnen diesen Film zeige. Und ich möchte Sie bitten, unten im Chat mitzuschreiben, welche Merkmale guten Unterrichts hier bei diesem Video umgesetzt wurden. Ja? Ich klicke mal weiter. Sie sehen hier eine Situation am Goethe-Institut Dublin. Der Lehrer ist der Herr Frank Wittig. Und er setzt Tablets im Unterricht ein. Hier ganz am Anfang erklärt er die Aufgabe und das Thema ist, einen Job zu finden, einen Nebenjob zu finden. Das machen die Teilnehmer in Partnerarbeit, ein Arbeitgeber und eine Person, die den Job sucht. Und dafür gibt es zwei Stellenanzeigen, die die Teilnehmenden lesen können, indem sie über die QR-Codes auf dem Arbeitsblatt sich einloggen. So, im nächsten Bild sehen Sie, wie die Teilnehmenden arbeiten. Sie haben also über den QR-Code die Stellenanzeigen geöffnet. Sie lesen sie und sie notieren jetzt dazu, ganz normal auf Papier, ein Interview, machen sich dazu Notizen, also Arbeitgeber und Bewerber. Jetzt kommt die nächste Szene. In der nächsten Szene erklärt der Lehrer, wie die Teilnehmer dieses Interview führen können und es aufnehmen können, indem sie mit der Funktion Audio Memos arbeiten am iPad. Hier sehen Sie, wie die Teilnehmer zu zweit ihr Interview einsprechen. So sieht das Tool im iPad aus. So, und danach hören Sie, ein bisschen zu schnell geklickt, hören Sie Ihr Interview ab und haben anscheinend wirklich Spaß dabei. Anschließend bespricht der Lehrer in der Klasse die Aufnahme und thematisiert auch das Erlebnis, wie es denn so ist, wenn man sich selbst hört. Dann spielen die Partner nach und nach ihre Interviews vor. Das ist also die Präsentationsphase dann. Und zum Schluss erklärt der Lehrer die Hausaufgabe, denn er wird diese Interviews auf der Lernplattform auf Moodle hochladen und die Lernenden hören dann zu Hause die Interviews und kommentieren sie. So.
Sabine, es ist leider so, dass wir jetzt schon 14 Uhr haben und vielleicht könntest du ganz kurz zum Schluss kommen. Wir haben auch noch ein paar Fragen, die sich hier im Chat angesammelt haben. Okay, alles klar. Ich merke schon, ja, ich bin zu langsam und gut. Dann möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass ich habe Ihnen jetzt dieses Buch präsentiert, was jetzt also über den Klett Verlag gekauft werden kann. Es gibt aber auch eine Online-Version mit einem etwas anderen Inhalt dazu. Das ist der Kurs auch Unterrichten mit digitalen Medien, die Sie über das Teacher Training des Goethe-Instituts New York buchen können. Das ist eine einmalige Gelegenheit, das mehr oder minder kostenlos daran teilzunehmen. Normalerweise müssten Sie diesen Kurs über die Zentrale des Goethe-Instituts buchen, da kostet er einiges. Und wenn Sie an dem Programm des Goethe-Instituts New York teilnehmen, dann werden Sie die Chance haben. So, das war jetzt ein Beispiel, wie es halt eben das letzte Mal durchgeführt wurde. Ist leider schon wieder weg. Ein Moment, ich bin etwas gesprungen. So, das war also im September ist DLL 9 gelaufen. Es dauert 8 Wochen. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann melden Sie sich bitte bei Anne-Sophie Albrecht, die für diesen Kurs zuständig ist. Sie hat ja das Programm Teacher Training schon vor der Plenarrunde vorgestellt.